Ja, danke, Frau Präsidentin. Herr Bundesminister, ich habe mich jetzt noch einmal zu Wort gemeldet, weil ich möchte gern schon einiges ein bisschen ins rechte Licht drücken. Herr Kollege Oberösterreicher, Sie haben gesagt, ich hätte in meiner ersten Wortmeldung, also die erste Wortmeldung der FPÖ, das war nun mal meine, gesagt, dass man die Finanzpolizei massiv aufstocken müsste und dass der Tourismus ohnehin schon von der Finanzpolizei gequält würde. Zunächst einmal die Finanzpolizei. Meine Aussage bezog sich hier auf die Kontrolle des Lohn- und Sozialdumpinggesetzes. Und wir wissen alle noch, Herr Bundesminister, Ihr Vorgänger hat einmal im Ausschuss erklärt, es gibt jetzt den Schwerpunkt der Finanzpolizei im Bereich Tourismus. Das heißt, es gibt sehr wohl Schwerpunktsetzungen. Ich glaube, jetzt ist der Tourismus schon genüge wahrscheinlich kontrolliert worden. Zumindest nehme ich das jetzt an, nachdem der Kollege Oberösterreicher das hier heute auch sehr glaubhaft dargelegt hat. Daher wäre es doch an der Zeit, hier einen Schwerpunkt dort zu setzen, wo die wirklichen Probleme sind. Und die sind ja nicht von uns herbeigeredet. Ihr Parteifreund aus Oberösterreich, der Herr Kollege Schopf, hat hier Fotos und Bilder gezeigt, sozusagen die Ausschnitte der ORF-Sendung von vor 2 Tagen. Das sind die wahren Probleme. Und da würde ich Sie schon auch einmal bitten, hier auch darauf einzugehen. Denn in Ihrer Wortmeldung haben Sie heute eigentlich 2 Minuten nichts gesagt. Sie haben irgendwas erzählt, aber Sie sind überhaupt nicht darauf eingegangen. Das Einzige, was ich gehört habe, ist, wir haben ein Problem im Bereich der Arbeitslosigkeit, wir haben ein Problem, aber wir haben auch so viele Beschäftigte wie noch nie. Herr Bundesminister, es wäre Ihre Aufgabe, und jetzt komme ich noch einmal auf den Kollegen Oberösterreicher zurück. Er hat nämlich etwas gesagt. Er hat gesagt, wir haben zwar 400.000 Arbeitslose, aber wir im Tourismus bekommen keine Arbeitskräfte. Und das ist genau das, was ich Ihnen heute schon einmal vorgeworfen habe. Sie verwalten die Arbeitslosigkeit, anstatt dass Sie sie zusammenführen. Und daher braucht es. Und genau daher wollen wir auch eine sektorale Schließung, denn in manchen Branchen gibt es bereits genügend Arbeitskräfte. Das ist nicht ein gesamtes sozusagen Schließen des Arbeitsmarktes, sondern nur ein sektorales. Und Herr Kollege Oberösterreicher, muss ich Ihnen schon sagen, wenn Sie sagen, Sie kriegen keine Arbeitskraft, ein Österreicher macht es nicht, dann muss man sich die Frage stellen, warum? Weil er einfach zu viel gefördert wird, offensichtlich mit Mindestsicherung und Co. Und da sind wir wieder bei der Krux und beim Grundproblem. Wir müssen schauen, die Menschen in Arbeit zu bringen. Und es ist mehr als beschämend, Herr Sozialminister. Sie haben es verabsäumt. Sie haben eine Einigung bei der Mindestsicherung nicht zusammengebracht. Als die eingeführt worden ist, hätte sie eingeführt werden sollen, um die Sozialsysteme anzugleichen, um österreichweit für alle das Gleiche sozusagen herauszubekommen und um die Menschen zurückzuführen in den Arbeitsmarkt. Wo stehen wir heute? Jedes Land hat eigene Regelungen. Wir haben sozusagen den Mindestsicherungstourismus, der ist nachgewiesen, und offensichtlich gibt es keine Konsequenzen und niemand wird geschaut, dass er in den Arbeitsprozess zurückkehrt. Denn sonst könnten Aussagen wie jene vom Kollegen Oberösterreicher hier nicht vonstatten gehen. Und daher noch einmal, Herr Bundesminister, Sie sind der Arbeitsminister. Es ist Ihre Aufgabe, hier die Schwerpunkte so zu legen, dass Sie zum einen die Menschen dahin vermitteln, wo sie hingehören, nämlich in den Arbeitsmarkt. Und zum anderen auch die Schwerpunktkontrollen der Finanzpolizei, die sollen nicht die anständig arbeitenden Betriebe quälen. Das ist der falsche Weg. Wir haben ohnehin zu wenig Personal. Bitte schauen Sie, setzen Sie die Schwerpunkte dort, wo sie notwendig sind, dort, wo die Missstände sind, und die sind ganz, ganz weit verbreitet. In manchen Bereichen gäbe es bereits genügend Arbeitskräfte. Eine sektorale Schließung des Arbeitsmarktes sei daher notwendig, fordert Dagmar Belakovic-Jenewein von der FPÖ. Am Wort